Ich würde niemals sagen, Bruce Lee war ein Schwächling. Bruce Lee war sicher 100-mal stärker als du beispielsweise oder als ein Untrainierter. Aber da gibt es Levels, die kannst du nicht verstehen. Weißt du, es ist am einfachsten vielleicht zu verstehen mit Kraft. Sagen wir, du kannst 50 Kilogramm heben. Ein anderer kann 100 Kilogramm heben. Wie hoch sind deine Chancen, gegen ihn in einem Wettkampf zu gewinnen, in dem es darum geht, mehr zu heben? Deine Chancen sind quasi null. Und wenn dann ein dritter Typ kommt, der nur, sagen wir, 120, 130 Kilogramm heben kann, hat der zweite Typ, der 100 Kilogramm heben kann, wiederum fast null Chancen gegen den 120 Kilogramm Typ, irgendwann einmal im Wettkampf zu gewinnen. Keine Chance. Und dann kommt jemand, der kann 150 Kilogramm heben. Wiederum, der Typ, der 130 heben kann, hat mehr oder weniger keine Chance. Vielleicht, wenn der 150 Kilogramm Typ seinen schlechtesten Tag hat und heute noch 130 kann und der andere hat einen super guten Tag und hebt vielleicht sogar ein bisschen mehr. Also du siehst, es braucht keinen sehr großen Unterschied, objektiv in absoluter Messwert, damit es ein definitiv entscheidender Unterschied ist. Also jemand, der 20, 30% mehr Kampfkraft hat als du, besiegt dich chancenlos. Da hast du, gibt's nichts zu machen für dich. Und Bruce Lee war sicher extrem viel stärker und trainierter als ein untrainierter Typ. Aber viel weniger kampfstark als nur ein guter Amateurkämpfer. Gar nicht erst zu sprechen von echten Profikämpfern. Das kannst du dir, weißt du, das lässt sich so sehr nicht vergleichen. Das ist so was anderes. Bruce Lee war ein Kampfkunstphilosoph. Der hat die Kampfkunst studiert, er wusste viel darüber und er konnte sich unglaublich gut verkaufen an Typen wie dich zum Beispiel auch, die jetzt glauben, er wäre irgendein Halbgott gewesen. Aber eben, um zu kämpfen, brauchst du auch bestimmte Charaktereigenschaften. Die hatte Bruce Lee nicht. Das hat nichts zu tun mit ihm, etwas vorzuwerfen. Das ist eine objektive Analyse dessen, was Bruce Lee ausgemacht hat. Man kann nicht so tun, als wäre er seinem Herzen der stärkste Wettkämpfer gewesen, der aber aus welchen Gründen auch immer dann doch nicht gekämpft hat. So geht das nicht. Wenn du ein echter Wettkämpfer bist, dann kämpfst du. Das zeigst du, wer du bist, zeigst du durch deine Taten. An ihren Taten sollt ihr sie erkennen, hat der weiseste Mann aller Zeiten gesagt. Und so ist es auch an Bruce Lee. Wir erkennen, was hat der tatsächlich gemacht. Und da sehen wir, er ist kein Wettkämpfer gewesen, kein Kämpfer gewesen. Er war ein Kampfkünstler, ein Schauspieler, ein Lehrer, ein Philosoph. Er war nicht ein Kämpfer. Stärker als Untrainierte, aber auch in seiner Zeit schon ein Profikämpfer, hätte mit ihm einfach den Boden aufgewischt. Hat nichts mit respektlos zu tun, sondern es wäre respektlos gegenüber den Wettkämpfern, so zu tun, als würde ein Schauspieler sie besiegen.